Ist ein Nebenjob als erotische Tänzerin eigentlich ein Kündigungsgrund? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Kascha Salim fragt: Hallo Herr Brederek, mich würde ja mal interessieren, inwieweit Social-Media-Aktivitäten des Arbeitnehmers zur Kündigung führen. Darf ein Arbeitgeber zum Beispiel einer Sekretärin oder einer Verkäuferin kündigen wegen öffentlich geposteten Unterwäschebildern oder Pool-Dance-Videos oder Ähnlichem? Wie sieht es mit Nebenjobs als erotische Tänzerin aus? Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe das Ganze ein bisschen so verkürzt und fange auch mal mit der erotischen Tänzerin an. Da kann ich es am besten erklären. Also, wenn es kommt immer darauf an, wo ich arbeite und ob der Arbeitgeber überhaupt ein vernünftiges Interesse haben kann, mir so etwas überhaupt in Frage zu stellen. Ja? Nebentätigkeit muss ja genehmigt werden. Wollen wir jetzt nicht zu weit problematisieren, da könnte man auch drüber reden, habe ich überhaupt einen Anspruch drauf. Aber gehen wir mal davon aus, ich habe einen Anspruch auf eine Nebentätigkeit und es geht wirklich nur um die Art und Weise der Tätigkeit erotischer Tanz. Es kommt jetzt darauf an, wo der Arbeitgeber ein Interesse haben kann. Wenn Sie arbeiten, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber wenn Sie, was weiß ich, bei der Müllabfuhr arbeiten oder wenn Sie in irgendeinem Archiv arbeiten oder in irgendeinem Bereich, wo Sie mit Öffentlichkeit gar nichts zu tun haben, wo Sie gar keiner sieht, ja. Und wenn Sie dann nicht durch die Social-Media-Aktivitäten auf Ihrem Kanal einen Bezug zum Arbeitgeber herstellen, dann wird der Arbeitgeber in der Regel kein Interesse haben. Wenn Sie aber Chefsekretärin bei einer großen Bank sind, ja, oder einer großen Sparkasse oder in irgendwo einem anderen Kreditinstitut, ich wollte jetzt gerade bewusst keinen Namen nennen, Sie merken gerade, dass ich vielleicht rumeier, weil wir ja gerade über eine bestimmte Bank hier so viel berichtet haben. Also, in all diesen Fällen mag es doch ein erhebliches Interesse geben. Insbesondere, wenn die Öffentlichkeit das mitbekommt oder sie da jemand gesehen hat oder sieht. Je kleiner die Umgebung, je mehr sie dörflichen Charakter hat, wo man jeder jeden kennt, umso gefährlicher ist das sicher. In einer Großstadt wird man sicher mehr dürfen als auf dem Land in dieser Hinsicht. Bedeutet, wir können keine allgemeinen Fallgruppen bilden für Ihre Fälle. Das gilt letztlich auch für Unterwäsche und Pooldance. Videos. Bei den Videos ist es ja insbesondere so, dass die ja jeder dann vielleicht sehen kann. Ja? Es ist nicht so ganz klar und so heftig wie bei knallharten Pornos, aber es ist auf jeden Fall sicherlich auch nicht unproblematisch und kommt deswegen sehr auf den konkreten Fall an. Die Beschäftigung, sind Sie vielleicht als Führungskraft tätig? Ja? Bei einer Sekretärin oder Verkäuferin hier würde ich das entspannt sehen. Also ich würde mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, wenn Nebentätigkeit erlaubt, dürfte eine Sekretärin bzw. Verkäuferin wahrscheinlich öffentlich Unterwäsche posten und wahrscheinlich auch Pooldance-Videos posten und wahrscheinlich auch als erotische Tänzerin arbeiten, solange sie nicht selbst im Social-Media-Kanal den Bezug zum Arbeitgeber herstellt. Stellt sie den Bezug zum Arbeitgeber her, hätte ich immer noch Bedenken. Die gesellschaftlichen Anschauungen wandeln sich natürlich. Das ist heute alles entspannter als noch vor 5 Jahren, als noch vor 10 Jahren oder erst recht vor 30 Jahren. Aber ich würde das jetzt im Moment mal so im Raum stehen und mir dann sehr den Einzelfall angucken wollen. Sicherlich müsste man in all diesen Fällen, die Sie gesagt haben, Kascha Salim, in all diesen Fällen müsste vermutlich vorher eine Abmahnung erfolgen, vor einer Kündigung. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.